Und da sind wir wieder mit einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Ich habe vergessen, ich wollte was trinken. Ach, egal. Meine Stimme wird nämlich wieder ganz schön rau. Egal, ich trinke mal schnell was. Lass uns loslegen. Das hier. So. Party machen hier. Rust the big case, levitate, got it tatted on me, told them follow me, they see the vision.
imagine now it's 2020, clear as Tahoe Lakes, as clear as day. No longer move around in fear, disarray. Pray you hear me like the winter wind against your window pane. Feel the bass, baby, soak it in and let it marinate. It's time to hustle, gotta muscle up and run through barricades, yeah. Wieder Kinderkonzert hier. Immer diese Busse, die überholen, um dann kaum schneller zu fahren.
Oh, Suburban, Alter. Nice. Genau, was eine Partyrunde braucht. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Welten gibt's auch noch, aber die waren wirklich eher Schutt auf Liga. So hier. Eigentlich fahren wir nicht so schnell. Easy. Siehst du, hat nichts geblitzt. Berlin, oder? Ja. Ja, die Kurve hier kenne ich zu Genüge.
Ich finde übrigens auch super cool, wie bei diesen Baustellen, wenn du da so ganz viele von diesen Blinkelämpchen da hast, also diese Begrenzungsmarkierungsdinger da, dass sie halt alle immer so schön als Ring leuchten. Ne? Was im Echt natürlich nicht nie der Fall wäre, weil da jede für sich blinkt, jede ein bisschen out of sync und deswegen blinkt da alles wild rundumher. Aber hier ist natürlich klar, dass sie alle vom gleichen Programm gesteuert werden. Blinken sie natürlich auch alle gleich. Aber statt wirklich alle im Gleichtakt zu blinken, hast du halt immer diese schöne Laufanimation. Das ist schon ganz schön gemacht. Ich meine, wer vielleicht... Das sind solche Kleinigkeiten, wo man vielleicht so ein Untermenü in den Einstellungen machen kann, sowas wie erweiterte Einstellungen und dann versteckte Einstellungen und dann super geheime Einstellungen. Also auf der fünften Unterebene oder sowas. Dass du da vielleicht so das Blinkverhalten ändern kannst, dass du sagen kannst, okay, ich möchte zum einen entweder wirklich so wie jetzt so eine Laufanimation oder dass wirklich alle so leicht zufällig blinken. Dass sie wirklich out of sync blinken. Ich meine, programmiertechnisch wäre es nicht schwer. Du brauchst halt einfach nur überall, ne, dass sie halt alle gleich blinken, aber alle halt von dem On-Off-Cycle einen kleinen Offset haben. Und dieser Offset wird einfach in dem Moment, wo die Dinger geladen werden, einfach random gesetzt. Und schon hat er halt einen random Offset und schon blinken alle durcheinander. Wäre also programmiertechnisch nicht so schwer. Weil wie gesagt, so eine Laufanimation ist zwar natürlich schön, aber halt doch leider unrealistisch. Bitte rechts halten. Habt ihr gesehen, ja, wie smooth ich da Spurwechsel gerade gemacht habe, Digga? Bin stolz auf mich selbst. Ey, wieso nach rechts? Achso, ah. Direkt die nächste Abfahrt, lol. Die Stelle erinnert mich immer an die eine Stelle in Kita San Andreas. Da hast du ja, wenn du oben in San Francisco bist, nee, wie heißt das? Las Vegas, mach ich doch. Dann hast du diesen Autobahnring und der Autobahnring bei der unten links bei der Stelle, bei dem Autobahnring da von Las Vegas. Das ist ja auch so, dass die, wenn du auf der Autobahn selber bleibst, also wenn du von oben kommst und dann der Autobahn nach links folgst, also in Fahrtrichtung links, auf der Map wirst du nach rechts folgen. Da siehst du dann ungefähr auch so ähnlich. Also ich weiß nicht wirklich ähnlich, aber zumindest ändert sich die Stelle immer daran. Ich weiß nicht warum. Hast du was, so ein bisschen. Davon. Und das obwohl das in Amerika spielt und ETS in Europa ist. Also. Respekt für diese Confusion. Wieso fahren wir nur 120? Viel zu langsam hier. Bin ich ja schon wieder fast ein. We need more speed. Wobei wir langsam aber sicher auf den Tank achten müssen. Bei der nächsten Raststätte müssen wir so, also auf jeden Fall eine Raststätte suchen, wo wir auch tanken können. Ich weiß gar nicht, wir haben ja, glaube ich, das Getriebe, womit wir 163 können, ne? Ja, doch. Müsste das sein. Ja, eben, ja. Wir haben ja jetzt schon 160. Lol. Einfach mal das Doppelte von dem, was wir dürfen. Let's go. Ja, und schon ist der Motor am Ende. Seiner Drehzahl.
müssen wir das nächste Mal. In 4 Stunden, also 12 Uhr spätestens. Also so zwischen 11 und 12. Okay. Okay, jetzt muss ich mal gleich mal tanken. €2000, Alter. Heieiei. Ich glaube, ich kann nur gleich pennen gehen. Ist immer noch dunkel. Verdammt. Ich hoffe... Oh. Nächste Pause, wir haben noch 17 Stunden. Da, also blöd mit dem Ring jetzt. Egal. Müssen wir uns nächste Folge drum kümmern. Von daher. Bis dann.